Ja, sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Herzlich willkommen am Bilster Berg, auf der schönsten Test-, Präsentations- und Rennstrecke Europas. Tja, auch so eine DTM-Saison geht irgendwann einmal leider vorbei. Und dann heißt es, Gottlob, zurück zu dieser wirklich wunderschönen Anlage im Teutoburger Wald. Wir haben wieder spannende Themen für Sie zusammengestellt. Aus der manchmal durchaus gegensätzlichen Welt der Rennsportwagen, der Supersportwagen, der Sportfahrzeuge. Ein buntes Potpourri aus illustren Autos und illustren, manchmal sogar berühmten Menschen. Und wenn Sie mögen, dann fahren Sie einfach ein Stück mit uns mit. Ich freue mich auf Sie. Franz Konrad, Wiedersehen macht Freude, ne? 32 Jahre später, du hast mich im Vorgespräch gefragt, wann bin ich dieses Auto zuletzt gefahren? Die Antwort lautet 1990. Und das Faszinierende für mich ist, es sieht so aus, als hätte sich 32 Jahre lang gar nichts verändert. Wie geht's dir hier drin? Ja, ich muss sagen, ich finde es auch ganz toll, mal wieder in so einem Auto zu sitzen. Ich war ja am Überlegen und ich habe ja gesagt, 90er muss das gewesen sein. Und ich muss sagen, es hat sich nichts verändert an dem Auto. Es ist genauso, wie ich es damals gefahren habe. Und wir haben es ja auch zwischendurch mal bei uns gehabt, haben das ja noch mal ein bisschen aufgefrischt. Dann ist es ja zum Ex-Sponsor von uns gegangen. Leider ist er ja dann verstorben. Und dann ging das jetzt wieder in andere Hände. Und ich finde es toll, vor allen Dingen auch hier jetzt am Bilster Berg das Auto zu fahren. Und eine tolle Geschichte, dass du hier da was machst. Und ich glaube, meine Sponsoren, die werden da sehr froh drüber sein. Ja, weil was Kontinuität angeht, bist du ja, was Motorsportverhältnisse angeht, ein völliges Unikum. Ne? Du arbeitest seit mehr als 30 Jahren mit H&R zusammen, mit Heinz Remmen. Früher war es auch Werner Heine, Gott hab ihn selig, das H von H&R. In Motorsportverhältnissen ist die Halbwertszeit so 2-3 Jahre. Bei dir kann man eine Null dran machen. Wie kommt das, dass du schon so lange mit deinen Partnern zusammenarbeitest? Ja, das finde ich natürlich auch toll. Klar ist das keine einfache Geschichte. Man muss schon für die Sponsoren was tun. Und wir geben uns da natürlich extrem Mühe und versuchen, die immer bei Laune zu halten, auch über den Winter oder bei anderen Veranstaltungen, sei es Track Days oder irgendwelche Ausstellungen. Und was ich auch ganz toll finde, wie gesagt, die langjährige Beziehung mit Heine noch und mit Heinz Remmen. Und wobei der Heine sich ja immer ein bisschen im Hintergrund gehalten hat, was Motorsport anging. Aber auch die nachkommende Jugend von H&R sind beides Motorsportverrückte, Gott sei Dank. Die habe ich mittlerweile oder die haben mich mittlerweile auch ins Herz geschlossen. Und somit ist jetzt der Vertrag so lange zustande und wir machen ja VLN mit denen. Und ich muss nur immer wieder sagen, danke an die Firma und dass die so lange mit uns aushalten. Und der Heinz sagt immer, ja, ein paar Jahre machst du es noch, so lange machen wir es auch noch mit dir. Du hast ja eine ganz, ganz lange Rennsportkarriere und speziell dieses Modell Porsche 935 ist ja ein ganz früher Markstein in deinem Rennfahrerleben. 1977 bist du mit so einem Auto, da war bei dir in deinem Alter noch eine 2 vorne, du warst Ende 20, in die deutsche Rennsportmeisterschaft gekommen mit einem Porsche 935 K1, den Jürgen Kannacher mit dir gemeinsam einsetzte. Du kamst damals aus Graz in Österreich nach Gütersloh. Wie kam das alles, dass du in so jungen Jahren mit einem 935er in der damaligen Premium-Liga, auf die ganze Welt schaute, mitfahren konntest? Ja, ganz einfach. Ich war einfach, irgendwie hatte ich das Benzin im Blut und mein Vater, der war eigentlich ein Motorradfreak, der hatte immer Seitenwagen gefahren. Keiner unserer Familie hat was mit Rennsport zu tun gehabt, aber der hat mich schon mit 1,5 Jahren in die Seitenkiste gesetzt und irgendwie muss ich da wohl infiziert worden sein. Ne? Weil anders kann ich es mir auch nicht vorstellen und dann bin ich 69 oder
Noch früher habe ich ja schon mit 10 Jahren bin ich ja schon Motocross gefahren in Österreich. Da hat mich mein Schwager dann unterstützt und ein bisschen gesponsert und gefördert. Und ich habe gesagt, ich will Rennfahrer werden, egal was kostet, wie es geht. Habe dann meine Berufsausbildung als Automechaniker und Autoelektrik gemacht. Bin dann Motorrad reingefahren, wie gesagt, Motocross, dann auch Speedway. Und dann mit 18 habe ich gesagt, in Österreich, da wirst du nichts, das schaffst du nicht. Bin ich abgehauen nach Deutschland und bin dann praktisch als Nobody in Deutschland angekommen. Habe dann bei Fiat angefangen, bei einer Fiat-Werkstatt und habe dann angefangen mit einem Fiat 850 Autoslalom zu fahren. Auf Vermiller, Parkplätzen und so. Da waren dann so Veranstaltungen ausgeschrieben und da habe ich dann alles gewonnen. Dann habe ich mir so ein Steierbuch geholt von zu Hause über einen Freund und damit habe ich dann jedes Rennen gewonnen und dann gab es irgendwo wann mal so einen 914-6 zum Verkauf. Das war mein erster Porsche, den fuhr damals der Gutowski. Das war ein altes Auto von Borki Fröhlich. Ah ja. Und das war zum Verkauf und meine Mechaniker, die ich dann schon hatte, die mitfuhren zum Slalom und so, da sagte, ja, komm, das Auto müssen wir holen. Ja, ich sage, aber das Geld haben wir alle. Ja, wir schmeißen alle zusammen, das Auto, du hast Talent. Und dann bin ich mein erstes Rennen gefahren am Diepholz Flugplatz. Und ich muss sagen, nach dem ersten freien Training habe ich dann gesagt, nee, Rennfahrer wirst du nie, das schaffst du nicht, weil ich habe mich mehr immer in der gegengesetzten Richtung gesehen wie vorwärts mit dem Auto. Ich habe mich so aufgedreht. Und dann Nachmittag nochmal ein Training und dann kam der Gudowski an und sagte, Junge, toll, wie du das machst, aber ich sag dir was, mit den Reifen, ne, die sind jetzt 5 Jahre, steht das Auto in der Ecke, da kannst du nichts werden. Ne? Ich sponsor dir ein paar Reifen. Nächsten Tag, ich kriegte von neue Reifen drauf, ne? Und bin dann sofort, da fuhr auch schon Haier und Konsorten. Damals hieß der absolute Experte im 914-6 Werner Crispan. Der war der absolute Spezialist da drauf. Und ich bin dann in dem Rennen Dritter geworden, in meinem ersten Rennen mit dem 914-6. So fing das dann an. Und dann haben wir Blut geleckt und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir weitermachen. Und dann habe ich Kanacher kennengelernt durch Teile, was wir gebraucht haben. Achso, da habe ich dann Bergrennen gefahren, dann habe ich den 14er komplett zerschmissen. Da brauchen wir Teile. Dann sind wir zum Kanacher und dann über Krämer gab es dann den ersten, wir haben damals dazu gesagt, Entenarsch. Das war der kurze 935, der Eigenbau von Krämer, den fuhr der Haier damals. Und das Auto, die kriegten dann ein neues Werksauto und dann sagt der Erwin, ja, das kannst du haben und ne, und dies und jenes. Und ja, aber ne, das waren Summen, die waren einfach nur Träume. Und dann habe ich den Kanacher so gesagt, den Jürgen, ich sage, komm, schmeißt da was mit auf den Markt, dann kriegst du ein rotes Auto mit gelber Schrift Kanacher GD. Und sag, machen wir, ne? Ich mache das mit Erwin Krämer klar. Ja, und so gab es das. Und dann sind wir mit dem Auto direkt zum ersten Lauf nach Silverstone. Das war ein Langstreckenrennen mit Peter Hähnlein. Das werde ich nie vergessen, weil die Fahrt dahin, wie war so lustig. Und wir kamen am Zollamt in Dover. Und dann hieß es Passkontrolle und der Hähnlein, sein Pass war abgelaufen. Dann hatten wir einen Mechaniker mit, Matthias Fels, Mattes, sagt ihr vielleicht noch was? Also, gar kein Problem, gib her, den verlängere ich jetzt. Das Datum in Filzschreiber ganz groß überschrieben und so sind wir dann reingelandet. Oh mein Gott. Auf dem Rückweg gab es natürlich dann Probleme, aber das war dann nicht unser Problem, das war dann Hähnlein sein Problem. Nein, aber wir haben auch da super abgeschnitten. Wir sind, glaube ich, da auch Dritter geworden. Ja. Und so kam das dann und dann bin ich gleich eingestiegen, habe mir noch einen 35er gekauft und bin dann ja gleich in der Rennsportmeisterschaft gefahren. Und ich muss sagen, wir haben ja dann das ganz gut gemanagt mit dem zweiten Auto, mit Volkert Merl. Und ich habe ja dann eine Saison, habe ich jetzt die Tage noch bei mir in der alten Werkstatt Bilder gesehen. 77 fuhren wir in Brenz-Hetsch. Da fuhr noch Reinhold Jöst bei mir auf dem Auto. Der fuhr auch Daytona mit mir auf meinem Auto, die 24 Stunden. Und so kam das dann. Und ich muss sagen, deswegen der 35er, wenn ich, nein, die Zahl her, schlägt das Herz höher, ist ja logisch. Und das war ein kompletter Eigenbau.
Den haben wir komplett von Grund auf mit Druckerlose aufgebaut. Das war dann 1988, um das der Vollständigkeit halber mal zu sagen. Ja, also man so hat, Ja. ja, und das war natürlich dann schon sehr viel Schweißblut drin hier und da hat jeder geschraubt und das Auto war dann absolut erfolgreich, keine Frage. Und deswegen ist es ganz toll, dass ich heute hier das Auto ein paar Runden bewegen durfte. Und was ganz wenige wissen, dieses Auto hatte ja einen ganz illustren ersten Einsatz. 88 in Finnland, Kemora 500 Midnight Ja. Sunrace. Da waren wir beide ja zusammen vor Ja. 34 Jahren, meine Güte. Und du hattest einen ganz prominenten Fahrer auf dem Auto, der damals ein Mann war und heute eine Frau. Wollen wir auflösen, wer das war? Lappelein? Nee, der Nee. nicht, das war Bruce Jenner. Ah, Bruce Jenner, Der ja. Was ist der heute? ist heute eine Frau, der hat sich umoperieren lassen. Der war damals Zehnkampf-Olympiasieger, glaube ich, Ja, vor Trans-Am in Amerika. Bruce Jenner, genau, jetzt. Zusammen mit Seppo Nytimäki, das war ein Ja, Seppo, Rallycrosser, und ja, dem Rallycross. Börje Skinner aus Schweden. Ja, genau. Ja, aber Meine toll, dass Güte, du die das sind dieses alles. Auto gefahren Ja, hier. Ne? stimmt. Und dann war es der berühmte Abtei-Vitamine-Porsche, Ja, der war weiß und grün und rot. Und dann, jetzt kommen wir zu H&R, Essen Motor Show 89, ist auch 33 Jahre her, der Beginn eurer Zusammenarbeit, so schließt sich der Kreis. Wahnsinn. Ja, und jetzt stehen wir hier am Bilster Berg, das ist für dich, glaube ich, ein Heimspiel. Du lebst immer noch in der Nähe von Gütersloh Ja. in Verl-Sürenheide, ne? Ja, Gütersloh direkt eigentlich. Die Firma ist in Verl, Sürenheide und wohnen, also mein Haus habe ich in, also leben tue ich in Gütersloh, das ist aber 3 Kilometer, ne? Also und für uns ist das natürlich hier Heimstrecke sozusagen. Jede Gelegenheit, die wir haben, was zu probieren, also zu testen, sind wir natürlich hier. Und ich muss sagen, auch ein riesen Dankeschön am Bilzer Berg, dass die mir auch immer helfen, wenn mein Mann an Not ist und es gibt keine Rennstrecke, dann sagen sie, komm, dann und dann kannst du noch eine Stunde schnell kommen oder so, ne? Und für uns ist das eine Stunde weg von hier, ne? Ist Wir sind natürlich in, perfekt. ja, wir haben hierhin 80, 79 Kilometer, also bisschen Landstraße, aber in einer Stunde ist man hier und da kann man natürlich schon einiges machen, ne? Und wie gesagt, dann der Ex-Sponsor von mir, Wolf Sahage, leider ist er sehr früh verstorben. Der war ja auch ein Gönner von mir. Der hat ja damals mich sehr, sehr lange gesponsert mit Abtei. Und er wollte dann damals auch dieses Auto haben. Er hat sich das dann weggestellt. Ja. Ja, und dann nach seinem Tod ist natürlich alles verkauft worden. Und jetzt bin ich aber froh, dass das wieder in guten Händen ist, im neuen Besitzer und dass es immer noch läuft. Als du gerade rausgefahren bist auf die Strecke, dein erster Gedanke. Ja, es war ganz verrückt. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. Der Motor lief nicht sauber am Anfang, weil er eben sehr viel im Leerlauf hier rumgelaufen ist. Der lief also nur auf 3,5 Zylinder und dann kam aber, merktest ja, wo du sagst, näher kommen ging gar nicht, weil Ja, er ja. wollte nicht. Ja, Und ja. dann aber naja, die halbe Runde und dann war der da und man fühlt sich einfach in dem Auto wohl. Das Auto ist für mich damals so aufgebaut worden und Auto toll. War ein tolles Gefühl und vor allen Dingen, das riecht ja auch alles noch so von Ja, damals, ne? ja, 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 ja. Ja, tolle Trotzdem hast du Geschichte. ja die Marke gewechselt, ne? Du warst sehr lange Porsche-Mann, du warst in der Gruppe C, einer derer, die sehr viel mit Porsche erreicht hat, auch mit dem 962. Ja. Heute hast du ganz viel mit Lamborghini zu tun. Sorgst für Furore in der Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring-Nordschleife mit deinem Team. Was war eigentlich das auslösende Element, nach vielen Jahren in den Porsche-Markenpokalen, jetzt mit Lamborghini zu arbeiten? Eigentlich sehr schade. Der auslösende Moment war ganz einfach der. Ich wollte wieder groß einsteigen 2016 in der Langstrecke, auch in Amerika, Daytona, Sebring, die Langstrecke wieder in Amerika fahren. Und dann wollte ich mir zwei neue GT3 kaufen von Porsche. Und leider hieß es dann, wo wir uns wirklich lange drüber verhandelt hatten, wir müssen dir leider mitteilen, es gibt in der GT3 keine Prozente. Deine ganzen Prozente, die du mir erarbeitet hast, die gibt es nicht mehr. Und somit war das für mich dann als Privatteam unerschwinglich. Ja. Und ich hatte die Jahre davor, ich müsste jetzt ganz schnell überlegen, wann das war, haben wir schon mal Diablo Cup gefahren mit dem Jean-Marc Gounon. Und da hatte ich schon eigentlich Beziehung zu Lamborghini hin. Und dann habe ich gesagt, es fängt an zu regnen, toll. Was für ein Aber verrückter Riesenglück gehabt. Tag, ne? Wir haben Ja, Riesenglück ja, gehabt, ja. allerdings. Und dann war das so, dann habe ich gesagt, ja, ich kannte da alle, Walter Wolf, der war ja mal Besitzer von Lamborghini, ne?
Und der hat ja auch da Beziehung hin. Ich sage, komm, kannst du mal einen Kontakt herstellen? Und dann war damals der Ex-Ferrari-Mann schon da, Chef. Und dann wurde da verhandelt und dann hat er gesagt, ja, sind wir interessiert, Amerika-Markt und so. Und dann haben die mir ein Mega-Angebot gemacht. Sollen wir das Auto mal reinfahren? Ich glaube Oder? ja. Nein? So, dann Wir haben machen mal einen kleinen Break oder wir machen einfach die Tür zu. Ja, Das mach geht die Tür zu. natürlich auch. Dann haben wir in Italien verhandelt und die haben mir ein super Angebot gemacht, dazu in Amerika zu fahren, mit voller Webunterstützung. Und das war für mich einfach ein mega Angebot, was ich sofort annehmen musste. Und ich habe es auch nicht bereut. Es ist sicherlich nicht einfach, mit den Italienern zu arbeiten, aber wir haben uns zusammengerauft und wir haben mittlerweile, wie gesagt, das sind jetzt 6 Jahre. Wir haben mittlerweile über 30 Lamborghinis gekauft bei denen und wir sind sehr zufrieden. Ich habe überlegt, wieder zurückzugehen zu Porsche. Ich hatte auch überlegt, mal wieder die Leute zu kontaktieren. Ich habe den Kontakt ist nie abgerissen zu all den Leuten. Ich habe heute noch zu Singer, zu die ganzen Leute in Amerika, ne? Alvin Springer, alle die Kontakte und die sagen immer jedes Telefonat, was wir haben und wir telefonieren öfter. Junge, wann kommst du zurück? Ne? Und aber es ist einfach für ein privates Team wie für mich unerschwinglich, weil der Lambo ist immer noch der günstigste auf dem Markt. Tatsächlich. Ja. Also da liegen mittlerweile bis zum nächsten Auto 80, 90.000 Euro zwischen in der Anschaffung. Aber das ist noch nicht mal das Thema, die Anschaffung. Das Hauptproblem, was es aber ist ja die laufenden Kosten. Und die sind bei Porsche extrem hoch. Ne, du hast ja einen kleinen Motor, du hast nach wie vor den kleinen Sechszylinder mit wenig Hubraum. Und somit ist es natürlich schwierig, ne, das zu handeln. Du musst, die Intervalle sind so extrem kurz Okay. und teuer. Also wenn nur mal ein Beispiel, so ein Lambo-Motor, der läuft 15 bis 20 Stunden und kostet dann 15.000 Revision oder 20 maximal. Und Porsche, der läuft 10 Stunden und kostet dann 40.000. Ne? Okay. Also das ist das Doppelte, was die laufenden Kosten sind. Jetzt habe Und ich da eine ganz ketzerische Frage. Wenn man sich die DTM gerade anguckt, 28 Autos fahren da, drei Porsche fahren damit. Ist das einer der Gründe, das mit den Running Costs zu tun? Es gibt ja ein österreichisches Team, Gottfried Armin Grasser, der setzt vier Huracan dort ein. Hat das auch was mit den Betriebskosten da das zu hat tun? mit Sicherheit mit den Betriebskosten zu tun, gar keine Frage. Ne? Das ist so, weil auch ein, wie heißt der Ex-Werksfahrer, der ja die Porsche einsetzt, auch Timo Bernhard. Dema Bernhard. Ich meine, der hat ja auch viel Geld verdient im Leben, hat auch gute Beziehungen, hat gute Sponsoren, aber der macht auch nur ein Auto. Ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr kostspielig und ich glaube, dass das auch ein Grund mit ist. Ne? Und also ich muss ehrlich sagen, bei den Kosten im Moment und Ersatzteilpreisen von Lambo zu Porsche kann ich mir das als Privatteam nicht leisten. Geht nicht, weil ich wüsste nicht, wie ich die Gelder da reinkriege, weil ich kenne Zahlen von Porsche Fricadelli zum Beispiel. Klaus ist ein guter Freund, was dem so ein Einsatz kostet oben beim 24er, der zahlt 2 Drittel mehr wie was mein Einsatz kostet. Okay. Ja. Du bist ja auch wieder so ein bisschen in deiner alten Domäne unterwegs, im LMP3-Sportwagen mit einem Ginetta. Ist das reiner Kundensport für Leute, die Miete bezahlen, oder ist das auch ein Thema, das dich persönlich noch reizt? Nein, nein, nein. Das ist einfach ein wahnsinns persönlicher Reiz gewesen schon, wo die Autos kamen. Das hat mir sofort gefallen, das Auto. Und ich glaube auch, dass das auf die Zeit hin die Zukunft wird, weil es eben von den Kosten reduziert ist. Also das ist ja ziemlich limitiert. Motor, Getriebe, Elektronik, Lenkrad, Elektrik ist eine Einheit, wird alles bei Iveco gemacht. Okay. So. Nur die Hersteller, und es gibt im Moment erst drei Hersteller, ne? Decane und Liche und Ginetta. Und du kennst mich länger oder sehr lange und ich bin immer einer, der was kauft, was nicht jeder hat. Ne? Ob das jetzt ein Salin war oder irgendwas. Und somit habe ich natürlich auch gesagt, und dann gab es eine Chance, so einen Ginetta zu schnappen. Der war bestellt, angezahlt, aber konnte nicht abgeholt werden. Dann habe ich den gekauft. Und mir hat das Auto sehr gefallen. Das ist zwar auch viel Arbeit, Entwicklungsarbeit noch drin, aber wir sind jetzt schon da, wo wir hinwollen. Wir sind schon in der Lage, Rennen zu gewinnen. Das haben wir am Lausitz schon gezeigt.
Und das Auto macht riesen Spaß und es ist auch ein gefragtes Auto. Sagen wir mal, die Jungs, die aus der Formel 4 oder so kommen oder aus dem Cup-Sport, die nicht das Geld haben, um weiterzukommen, für die ist das die richtige Klasse, weil du kannst diesen Langstreckensport, das sind dann die 4-Stunden-Rennen, Michelin, Le Mans Cup oder die FIA, da kannst du zwei Fahrer draufsetzen und die können das easy stemmen. Das ist billiger wie ein Cup-Auto, ne? Ne? Okay. Also von den Kosten her identisch, du kannst es auch mit zwei Fahrern stemmen. Ne? Und Okay. das macht einen riesen Vorteil. Ich glaube, dass das eine Zukunft gibt. Muss man jetzt mal abwarten. Wir sind sehr zufrieden mit. Wir haben ja dieses Jahr dann als Einstieg, haben wir ja nur den Asien Le Mans gemacht. Das waren ja nur vier Rennen in Dubai und Abu Dhabi. Und da habe ich natürlich außer einem Profi bezahlte Fahrer mit aufgenommen, weil wir in der Entwicklungsphase waren, weil das ja da unten auch viel Geld kostet. Wir konnten sehr viel lernen und entwickeln. Und dann haben wir gesagt, um Kosten zu sparen, nur das erste Jahr fahren wir den German Prototype Cup. War natürlich schade, noch nicht so gut besetzt. Waren sofort am zweiten Rennen fehlten schon wieder ein paar Autos, dann waren wir nur noch 12 Autos. Und das war ein bisschen traurig, aber ich glaube, dass das die Zukunft ist und dass der nächste Jahr ganz gut besucht wird. Das nächste Jahr kommt wie heißt der? MRS kommt. Dann ein österreichisches Team kommt mit zwei Ginetta. Ich schätze, dass wir nächstes Jahr 18 Autos sein werden. Und wenn das der Fall ist, wird das eine interessante Geschichte. Und wir wollen sagen, im Moment sind so viele Gespräche. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Gerhard wollte gerne, dass ich auch in die DTM komme. Ich habe da verhandelt. Wir waren dran, eventuell dann in die Fußstapfen da von D3 zu gehen, in die Nennung. Das funktionierte dann aber nicht. Das haben die dann nicht zugelassen am Ende, sonst wären wir am Nordisring schon eingestiegen. Wir haben aber trotzdem das komplette Fahrzeugmaterial, Equipment, alles von D3 übernommen. Und verhandeln jetzt mit Sponsoren. Könnte durchaus sein, dass wir nächstes Jahr in die DTM gehen oder in die Masters. Also. Also da hätte ich eine Idee. Wenn du wirklich in die DTM gehen solltest, was glaube ich sehr viele Rennsportfans auch sehr begrüßen würden, alleine aufgrund einer Historie, da gibt es ja im Rahmenprogramm den DTM Classic Cup. Da gibt es auch einen DTM Classic DRM Cup für genau diese Autos, wo auch so ein 935 DP2 startberechtigt wäre. Gesetzt den Fall, dass jetzt jemand käme und sagte, so ein Auto will ich haben, will ich kaufen, würdest du dich da als Originalfahrer nochmal reinsetzen? Wenn ich das Fahrzeug selber betreuen darf, ja. Weil dann möchte ich wissen, was das für ein Auto ist, weil ich habe schon Angebote gehabt, den Le Mans Classic zu fahren im 917 und im 62er. Und das ist dann daran gescheitert, dass ich gesagt habe, Fahrzeug nur bei uns in der Werkstatt und vorbereitet. Weil man sieht ja, ne, wenn solche Fahrzeuge durch verschiedene Hände gewandert sind, da wird der eine macht was, der andere nicht. Wie alt ist dann eine Aufhängung? Und wenn man dann da wirklich noch Rennen mitfahren will, am Limit, dann muss das top sein. Und da wäre ich sofort interessiert, keine Frage. Das würde mir riesen Spaß machen, das Das zu heißt, du machen. hast auf den zwei Foto- und Filmrunden dir auch schon so eine kleine Mängelliste gemacht. Ja, wie lange ist die? Ja, die wird schon lang. Aber jetzt schauen wir mal, was das gibt, die ganzen Verhandlungen, weil die DTM ist ganz klar, wenn ich in die DTM gehe mit meinem Namen, mit Konrad Motorsport, dann muss auch was kommen. Also ich habe auch keinen Bock, da hinzugehen und dann da verhauen zu werden. Also wenn, möchte ich auch schon da vorne mitmischen. Und da muss alles stimmen. Ne? Da muss also fahrermäßig alles stimmen und da muss materialmäßig alles stimmen und teammäßig alles stimmen, weil da scheitert ja schon das Ganze an einem guten Boxenstopp. Ne? Und das muss man sich reichlich überlegen jetzt und dann muss auch finanziell passen, ne? Weil da kannst du nicht sparen. Ne? Nein, Und nein. deswegen sind wir da dran am Arbeiten und wir werden uns das reichlich überlegen. Aber Hast du einen Fahrerwunsch? ja gut, es wird Axel oder Jordan sein, mit Also Sicherheit. Axel Jeffries oder Ja, Jordan Pepper? aber mit Jeffrey, mit Axel bin ich so weit, die sind ja alle bei mir unter Vertrag. Mit Axel sieht es so aus, dass wir wahrscheinlich in ganz Kürze einen Vertrag unterschreiben und dann wird Axel im Ferrari fahren, DTM und Nürburgring. Ich gebe ihn dann dafür frei, weil er muss ja wieder Geld wieder verdienen und mir was zurückbringen, weil der Mann hat mir schon viel Geld gekostet über den, ne? Der ist das vierte Jahr jetzt bei mir und durch die Pandemie
war schwierig, die Fahrer zu vermarkten. Ne? Alle Klar. anderen Fahrer, wenn ich sehe, habe ich alle gut vermarktet immer. Ne? Dandy, egal wie sie alle Ja. hießen, oder Christensen, Müller, die waren ja alle, die sind alle versorgt, alles passt. Und oder Olsen, Dennis, ne? Dennis möchte ja auch unbedingt, aber ich sage, Dennis, du hast jetzt so einen super Job da abgeliefert bei Porsche Allerdings, und du bist, DTM-Sieger in Spa. Dein Schüler, ne? ja, wir hatten die letzten Rennen, waren immer 3 bis 4 Leute von mir vorne drin. Ob das jetzt Dennis war, Müller war, ich weiß nicht, ob du es weißt, selbst René war ja, die erste Schule war bei mir, ne? René hat ja mit 16,5 bei mir schon im Porsche Cup Auto getestet. Okay. Ja, der Also der hat angefangen im Seat Super Cupra, ne? hat aber bei mir immer Porsche getestet, und irgendwie, weiß nicht, ist das dann am Ende blöd gelaufen, habe ich den aus den Augen verloren oder wir haben uns dann, weil den hätte ich gerne gehabt, auch als unter Vertrag, weil ich wusste, das ist ein super Talent und das ist er ja auch. Ja, René oder Müller oder Olsen oder Michael Christensen, wie sie alle hießen, die sind ja alle bei mir Meister geworden, ne? Oder Sheldon Blackmore. Ich habe hier schon einige durchgezogen und großgezogen. Und da bin ich auch stolz drauf, dass die alle einen guten Vertrag haben und heute damit Geld verdienen. Absolut, Ja, das ist. absolut. Ne? Ja, schauen wir mal, was es gibt. Schauen wir mal, was es gibt. Es gibt auf jeden Fall jetzt etwas besseres Wetter. War eigentlich gar keine so doofe Idee, dass wir uns in dein altes Einsatzgerät gesetzt haben. Sind wir wenigstens trocken geblieben, ne? Ja. Weil am Blitzerberg kommt inzwischen wieder die Sonne raus. Ja. Und da ist das Vögelchen, ne? Da ist auch die Kamera. Ach, guck mal, da wird die Zündung auch wieder eingeschaltet, ne? Jetzt Ja, geht's ich gleich wollte mal noch gucken. eine Brumm-Brumm-Runde in die Box zurück. Aber der Wischer tut's nicht. Tut's, der Wischer tut schon mal nicht. Kommt auf die Mängelliste noch ein Punkt dazu. Ja, so ist das, ne? Mit den Aber alten der Meistern. Blinker geht. Der Blinker geht. Das ist doch schon mal was. Wenn der Scheibenwischer schon nicht geht, dann geht wenigstens der Blinker. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank an Franz Konrad. Ja, danke, war mir ein Vergnügen. Ja, mir Hat auch. mir Mir war es ein Spaß Fest, also war wirklich toll mal nach gemacht. all den Jahren. Vielen, vielen Dank.